Herzlich willkommen, Erich Fehling. Herr Fehling, Sie sind Motorradpastor in Hamburg und veranstalten große Motorradgottesdienste. Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft sowas ab? Also der Motorradgottesdienst in Hamburg findet einmal im Jahr im Sommer statt. Er steht im Kontext von mehreren hundert Motorradgottesdiensten bundesweit. Und er wird veranstaltet von einem klitzekleinen Trägerverein aus 8 Personen, 350 Ehrenamtlichen. Und in einem guten Jahr bei gutem Wetter kommen 40.000 Menschen. 40.000. Also Biker sind ja nun nicht gerade als fromme Schafe bekannt, sage ich jetzt mal. Warum machen Sie das? Ja, ich finde, also ich habe das natürlich jetzt mit Interesse die ganze Zeit gehört und immer auf meinem Stuhl bin ich hin und her gerückt und hätte am liebsten schon immer mal wieder den Finger gehoben. Ich zum Beispiel gehe dieses Thema nicht aus der Werteperspektive an, sondern ich gehe es eher aus der Perspektive, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Also aus einer seelsorgerlichen Perspektive. Ja, aus einer seelsorgerlichen, aber auch aus einer, es ist jetzt ein etwas schwieriges Fremdwort, vielleicht kann man ja nochmal erklären, aber aus der Transzendenzperspektive. Was bewegt die Motorradfahrer? Warum kommen die da in so großer Zahl zu diesen Gottesdiensten? Also sie sind einfach erstmal ein Volk, was gerne was gemeinsam unternimmt. Sie sind ja die Letzten neben den Entenfahrern und den Wankelmotorfahrern, die sich auch auf der Straße grüßen, wenn sie sich nicht kennen. Ja. Und also man findet sie immer im Rudel vor. Das kann manchmal auch ein bisschen nerven, aber eigentlich ist es an der Stelle gemütlich. Aber was bewegt die, in Gottesdienst zu gehen? Warum machen sie das? Ich glaube, sie zeigen exemplarisch, gerade auch in ihrer Kutte und auf ihren Maschinen, ein Stück der Einsamkeit unserer Gesellschaft. Sie tauchen nämlich gemeinsam und in einer so etwas kernigen Atmosphäre auf und verdecken dadurch etwas, was viele andere Menschen auch mit sich rumtragen, nämlich eine Seele, die fragt, wo gehöre ich eigentlich hin? Und auch eine Auseinandersetzung mit der Gefahr, die so ein Motorradfahrer... Ja, ich glaube, das ist eher so das Klischee des Motorradfahrers. Nun wird ja von Kritikern oft eingewandt, dass so große Massenevents eigentlich nicht das sind, was die Kirche traditionell eigentlich ist. Sie kritisieren diese Massenevents, wir hatten sie auch im Zusammenhang mit der Taufe. Was sagen Sie denen? Ja, ich bin mit dieser Kritik aufgewachsen. Ich bin in der Zeit aufgewachsen, wo man die Leute am Heiligabend als U-Boot-Christen beschimpft hat, die nur einmal im Jahr auftauchen. Und ich sehe den Motorradgottesdienst in Hamburg und die vielen kleinen, die es gibt, als Weihnachten mitten im Jahr. Also das ist für mich eine großartige Gelegenheit. Es sind Menschen, die berührbar sind. Und wir versuchen, sie nicht in der Masse, sondern als jeden Einzelnen zu sehen. Es sind auch immer Leute, die Weihnachten in die Kirche kommen, sind auch regelmäßige Kirchgänger, aber das nur am Rande. Vielen Dank, Erich Fehling, dass Sie gekommen sind und uns ein bisschen was darüber berichtet haben. Alles Gute für Ihre Arbeit.